Und jetzt ist Schluss mit Trash Talk. Ich will gucken, was Isaac rausgebracht hat. Oh, girls and guys, this is a okay, was sehe ich da? Okay, es gibt ein rundes Lenkrad. Also. Oh nee! Ja! Sie waren intelligent. Ich rate, hier haben sie einfach die Handles abgenommen. Warte. Habt ihr das wirklich gemacht? Ihr kleinen Süßen? Warte, ich muss gucken. Warte. Nee, habt ihr nicht. Okay, also sind das Buttonboxen und wir können verschiedene Lenkräder ranbauen. Und dann können wir uns das nachher aussuchen. Wie geil ist das denn? Oh ja. Oh, endlich mal Menschen, die mitdenken und dir den Scheiß nicht für exorbitant viel Kohle verkaufen. Schau zu Ende. Mann, ich will erst mal raten und gucken, ob ich recht hatte. Android with Acetech. I'm the CEO and founder. Today we are going to have an exciting time because we are talking about our release of our new button boxes and steering wheels, GT style. Oh, ich liebe es, wenn Menschen mitdenken. Oh, danke. Ich liebe es, wenn Menschen mitdenken. Und dir nicht die ganze Zeit. Oh. Rally style, LMP style, whatever you want to call it. But before going there, I have a little teaser for you here. When we released our formula wheels, I talked about upgradability and the fact that the steering wheels could be changed over time. Moment, sie haben andere Griffe. What I'm having here is actually two identical wheels. The only difference is the LMP handles that we have designed for the formula wheel. And as you can see, it gets a completely different character, different look, different feel. So by doing a relatively simple and cheap upgrade, you can go from a formula wheel to an LMP style wheel. I can also give you a little bit further teaser, and that is our upcoming Invicta formula wheels will actually support the same handles. And from that perspective, you can mix and match between your different steering wheels and your different handles. So it's a one-time investment. The availability of those will be Q1 next year. Nice. These are in fact 3D printed samples just for this video and for the trade show, where we'll also be showing this wheel and also in a version where you can actually try to hold it and drive with it. Schade. So today's release is about a different style of steering wheel. It's the same concept. We have a button box and then you can pretty much do with it what you want in terms of rims. I'll display that in a second. But what I have here is the Forte and the La Prima button box. It's made out of the same material as our formula wheels. So this is an injection molded carbon composite material. It is super rigid and super light. Ja, andere Leute haben daraus einen Quick Release gebaut und verkaufen den für 60 Euro. Ich weiß nicht, was du meinst. Entschuldigung, weniger Sarkasmus. Wurde mir letztens gesagt, okay, kein Sarkasmus. Schön, weiter. Compared to the Forte Formula Wheel, you can see you have more or less the same features in terms of buttons and button layout. Same shift lights, just like with the Formula Wheel. The difference between the La Prima and the Forte is that here we have brushed aluminum, here we have real carbon fiber. We have fewer switches in general on the La Prima. We don't have the flag LEDs, we don't have the flip switches. But other than that, it's exactly the same. The interesting part is that already from the get-go, we are launching 6 different rims for you. If I just take a random one here, this is 100% our own design. The stitches you see here, left and right, is machined before they wrap it and glue it on the rim. But everything in between is actually hand sewn. So there's actually a real person sewing each and every of our steering wheels. And this one, obvious to everyone, 360 degree wheel, black, orange stitches. We have this one, close D, black on black. Very nice with these pads for your thumbs. Very nice ergonomics. Very stiff and rigid rims. We have the open D, in this case, black leather, red stitches. We have here a La Prima wheel, needless to say, closed D, orange in the hands area. But it can be mixed and matched completely as you want. And you unbolt these 6 screws. I can also show it. If we take the closed D
you basically just push it in like this, attach 6 screws, and then you have a very nice steering wheel. And if you then want to do drifting or rally, then you, in a matter of seconds, can use the same button box. You press it in, put in the 6 screws, and now we have a... Übrigens, das ist mal ein sinnvolles Ökosystem, by the way. In meinen Augen ist das ein sinnvolles Ökosystem, weil das halt, es ergibt Sinn. Weil die Schrauben hast du wirklich schnell gelöst, falls du das denn möchtest. Can I get a... Und du kannst halt alles, mit, alles miteinander cool. kombinieren. Wirklich alles. 360 wheel. Very easy. Then we have wheel of suede. Open D, as you know, those of you... Da ist überhaupt nichts schwierig dran. Es ist nichts schwierig daran, für ein eigenes Ökosystem was anzubieten. Überhaupt nicht. Das ist sogar ziemlich gut, was sie da gerade machen. Weil du die Möglichkeit hast, dir wird alles, dir wird wirklich alles angeboten. Du wird, alles ist abgedeckt und du kannst alles miteinander paaren. Aber du hast trotzdem, auch wenn du das möchtest, hast du die Möglichkeit mit sowas hier. Und das ist ja das Coole an der ganzen Geschichte. Also es ist jetzt nicht so, als wenn sie sagen, nee, pass auf, du bleibst jetzt einfach bei uns im Ökosystem. Nee, du hast doch die Möglichkeit, du kannst dir einfach das Ding kaufen. Und hier kannst du ranschrauben, was du willst. Nichtsdestotrotz hast du die Möglichkeit, du musst dir ja, du guck mal, es gibt so viele Menschen, die fahren jetzt beispielsweise Nesca. Ne? Dann gibt es Leute, die fahren Rallye und dann gibt es Leute, die fahren GT. So, und dann könntest du dir jetzt theoretisch, du kannst dir eine Buttonbox kaufen und mit dieser einen Buttonbox, wo der Quick Release dran ist, kannst du einfach das Wheel wechseln. So, was wirklich nicht lange dauert, weil die 6 Schrauben hast du wirklich sehr schnell abgemacht. Und das kann vielen Menschen sehr viel Geld ersparen. Und das ist ziemlich cool. Und ziemlich clever. Und ich nehme auch mal an, dass der Preis dazu, ich weiß nicht, ob er über Preise stimmt, aber bis dato war Asitec, was die Preise angeht, immer vernünftig. You who race a lot, both real car racing and also sim racing, a suede wheel, you will be able to see that it's been used. That's what we in my world call war paint. That's what you have to accept. If you buy a wheel like that, you will see that you've used it, even with and without gloves. And then we have a wheel here that I know some of you will be happy to see. It's not Alcantara. Ja, musst du ja nicht. Dann kaufst du den Quick Release Tronics und kannst dir einfach ein anderes raushauen. Es ist unmöglich. Es ist wirklich, es ist unmöglich für alle möglichen Menschen alles anzubieten. Das geht nicht. Also es ist unmöglich. Sie bieten aber trotzdem immer noch vollen Funktionsumfang jetzt gerade 6 Wheels an, 2 Buttonboxes. Zwei Buttonboxes, so dass wirklich alles abgedeckt ist, wenn du jetzt beispielsweise in dem Ökosystem sein möchtest. Du kannst aber immer noch dir einfach einen Dings kaufen, einen Adapter, den es dort auch gibt, und kannst dir einfach was anderes kaufen. Und das ist doch mega geil. It's actually an improved version of Alcantara. It's du bist nicht eingeschränkt. Also du kannst an Asitec alles fahren. Alles. Du kannst da alles randonnern. It's right here in Denmark actually by a big company doing furniture textiles. And the improvement is that it's much more resistant towards water and sweat and dirt overall. Really nice wheel, really nice feel and touch to it. All these wheels you will obviously be able to see at our booth in Dortmund. You will be able to try them out. You will be able to feel them. The best news, I guess, other than pricing, is the availability. So actually, our target launch date is November 20th. No pre-order. We will open up end of November. You can go and order and we will ship it to you. They are in the mail, so to speak, at this point in time. You simply order the button box and then you order one or more of the rims that you like. Of course, there will be an Invicta wheel at some point in time. And of course, the Invicta wheel will beat anything I've just talked about and everything you have seen here. So if you buy one of these button boxes, you will actually be able to buy an Invicta rim at some point in time, or the other way around, if you want a better button box, but you want to stick to the rims you already have, you can mix and match as you want. So, onto the best part of this release is the pricing. And I actually do believe that the pricing we're going to offer on this is very competitive and a nice surprise. With the exception of Comfort Plus, that I'll get back to at the end, all of these wheels, no matter how you mix and match them, the Forte based would be $499.99, and for Europe that includes 19% VAT already, and for the La Prima version it's $399. So essentially you can mix and match any rim that you see here, and for the mit Lenkrad 399 €. And for the
La Prima version is $3.99. So essentially you can mix and match any rim that you see here. And for the Comfort Plus, it's $40 extra. Same rim as the others, it's just a much more expensive material, so that's why that's 40 bucks more expensive. Furthermore, when you bought a wheel, so $3.99 or $4.99 for a combined wheel, if you then later on want to upgrade and say, I want a new rim, I bought a fully 360, now I want an Open D, for example, then the rim itself is $119.99. Again, in Euro, including 19% VAT. So it's a relative. Und das ist nicht in China gefertigt. Relatively cheap upgrade to go from this to this or the other way around. In terms of default configuration, when you buy the wheel, the rim, and the button box, it comes like I show you here. You would have to mount the shift paddles yourself. The reason for that is the screws for the rim is behind the shifter paddles, so instead of you having to take them off and then mount them again, they will come in a nice box. It's a super simple task to do. It's all magnetic. There's no electrical connections. So you basically just hold it there, and then you screw it in. So it's very easy done. That's really simple. On the Forte, you can upgrade with the clutch paddles. You can upgrade with magnetic inputs. So it could be any input you prefer from DRS to whatever. That's not a possibility on the La Prima. So pretty much like on our Formula wheels, that the Forte have a little bit more options in terms of expandability, a little bit more buttons. And that's of course also why there's a price difference. This was what I had to say to you today. I hope I'll see you in Dortmund at the show. Hey, where you can check it out and look at it and even try it for yourself. Thanks, guys. Also gehen wir davon aus, dass sie im Ökosystem bleiben. Das heißt, wir haben dieselben Shifter wie vorher. Weil, also ich gehe mal nicht davon aus, dass sie neue Shifter entwickelt haben. 119, das teuerste Rim war 100... Was war das teuerste Rim? Das teuerste Rim war 159 Euro, Round Plus Comfort. Alle anderen sind 120 Euro. Und die sind alle, also die sind wirklich, soweit wie er das jetzt gesagt hat und ich das verstanden habe, sind die alle handmade und alle made in Dänemark. Da sind 119 Euro ziemlich gut. Da sind 119 Euro wirklich sehr gut. Und die sahen jetzt auch nicht kacke aus. Also die sahen qualitativ so auf dem, ne, ich habe sie nicht angefasst, aber vom Sehen her ist das gut. Für eine Buttonbox 399 und 499. Wenn wir das jetzt mal versuchen in Relation zu setzen. Für La Prima sind 399 Euro und 499. Also 499 für die Forte und 399 für La Prima. Ich denke, das reiht sich normal, also in normale Preise ein. Also es ist nicht überteuert, nicht zu viel. Es ist teuer, ja, es ist auf jeden Fall teuer. Es ist definitiv aber sinnvoll. Und dafür, dass wirklich der größte Teil, also bei den Buttonboxes weiß ich das nicht, ob das komplett alles in Dänemark hergestellt wird. Das sind aber relativ sinnvolle Preise. Hä? Maga, du kaufst dir für 499 Euro, kriegst du die Buttonbox plus ein Wheel dazu. Das sind 499 Euro für ein Wheel in guter Qualität. Und 500 Euro für ein vernünftiges Lenkrad und du kannst dir aussuchen, welches du haben möchtest. Das ist doch super. Und 399 Euro, das ist doch eine richtige, Alter, das sind 400 Euro für ein Lenkrad. Es gibt nur ein einziges Lenkrad, was da konkurrenzfähig ist und das ist das KS-Wheel von Moser. Und dann gibt es noch von Polsimmer. Gibt es auch noch Wheels, die auch in dem Preissegment sind. Da, also gegen 399 Euro mit Wheel deiner Wahl ist das überhaupt nicht konkurrenzfähig. Also da ist fast niemand konkurrenzfähig. Also wenn die Qualität auch nur ansatzweise ist wie das Forte, ich weiß, wir reden nicht von Optik. Optik ist immer, Optik mag nicht jeder von den Asitec-Sachen. Ich denke auch, da wird in Zukunft was passieren. Das ist eine richtige Ansage, Alter. Da jetzt zu sagen, das sind effektiv 499 Euro für ein Lenkrad, ist aber ein bisschen wild. Hä, willst du mich verarschen? Das sind 499 Euro für ein Lenkrad. Hier steht doch Forte Steering Wheel Button Box with Rim. Du kriegst ein volles Lenkrad zu dir nach Hause. Das steht doch da geschrieben. Und 399 Euro für eine Button Box without, also ohne Rim. Du kriegst für 499,99 Euro ein Lenkrad. Und das ist, falls du dich im Sim-Racing-Markt nicht auskennst, Frank, gibt es sehr, sehr wenige Firmen, die dir für diesen Preis ein Lenkrad anbieten. Also wenn ich nur mal, es gibt wirklich, pass auf, ich hab eins hier. Das hier sind 308 Euro. Das ist das Moser KS-Wheel. Das hier.
Das sind 308 Euro. Keine Upgradability, nix. 308 Euro. Das hier ist aktuell das beste Lenkrad für wenig Geld. Es gibt kein besseres Lenkrad für 308 Euro. Wird's nicht geben. Auch keins von Fanatec. Also diese, das Fanatec, ich glaube, das günstigste von Fanatec war das McLaren Wheel für 300 und ein bisschen. Das stinkt gegen das Lenkrad hier absolut ab. Also komplett volle Rotze. So, 308 Euro. Das heißt, wenn du 80 Euro mehr bezahlen würdest, dann kriegst du die Buttonbox plus ein Wheel und du hättest die Möglichkeit, also potenziell, für 119 Euro dir noch ein zweites Wheel daraus zu bauen. Und das ist eine absolute Kampfansage dafür, dass das nicht in Asien produziert ist. 200 im Fanatec noch für das McLaren Wheel. Oh, ist günstiger geworden. Entschuldigung, früher war es 300. Dann habe ich nichts gesagt. 200 Euro ist, dann ist das natürlich der Preishit aktuell für 200 Euro. Ich persönlich würde es nicht kaufen, weil ich es qualitativ nicht so gut finde, wie das hier. Also den würde ich lieber 100 Euro mehr ausgeben. Kann aber verstehen, wenn Leute für 200 eins kaufen. So, also 399 Euro, wenn wir jetzt mal die ganzen, also du hast unten, wenn wir das jetzt mal vergleichen, haben wir hier genau, ja, hier. Dann hast du zwei Drehencoder weniger und du hast oben die Daumentasten, hast du zwei weniger. Der Rest ist ident. Ich weiß nicht, wir müssen mal gucken, wie das bei La Prima aussieht, aber ich glaube, Forte war upgradebar und La Prima nicht, ne? Soweit ich das jetzt verstanden habe, konnte man das La Prima hinten nicht upgraden. So, aber muss man ja auch nicht zwingend. Dann hast du für 399 Euro quasi zwei Drehencoder weniger und zwei so eine Kippschalter. Für 399 Euro. Plus die Upgradability. Ich hatte das McLaren Wheel, ja. Ich habe das McLaren Wheel gehabt, ja. Und ich habe es gehasst. Also ich fand es nicht gut. Und da war ich, also da habe ich noch nicht viel Ahnung gehabt. Also da habe ich auch keine Vergleichssachen gehabt. Das hier ist schon wieder richtig smart. Das ist schon wieder richtig smart, was die machen. Das gefällt mir. Genau, das ist noch so ein Ding, das habe ich aber auch lange schon gesagt. Bei der Optik, da kann man sich streiten. Also wirklich bei der Optik kann man sich streiten und ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft sicher nochmal, also sie werden jetzt die Produkte kommen ja jetzt nicht einfach so raus, also die, ne, die bringen ja jetzt erstmal alles. Ich gehe ganz stark davon aus, dass da nochmal was kommt. Gehe ich ganz stark davon aus, dass da nochmal so ein bisschen Stilwechsel kommen wird. Weil die Wheelbases zum Beispiel, die sind super, super schlicht gehalten, finde ich persönlich. Und das Wheel ist so ein bisschen, da wurde ein bisschen aufgetragen, würde ich mal sagen. Also die könnten es ein bisschen schlichter gestalten bei der Optik. Aber am Ende, weißt du, ist es trotzdem unfassbar guter Preis für super gute Qualität. Also da kriegst du halt wirklich ohne Scheiß Qualität gekauft. Nicht irgendeinen Scheiß.